Es ist schon ein schwieriges Evangelium, das wir heute hören. Man ist vielleicht ähnliche Texte ein bisschen aus dem Johannesevangelium gewohnt, weil da mehr Theologie drinnen steckt. Und Lukas ist mehr ein Erzähler, aber auch bei ihm finden sich solche Passagen wie heute, die sehr kompliziert sind und auf den ersten Blick überhaupt nicht ersichtlich ist, worum es Jesus eigentlich geht. Weil im Lukas-Evangelium wird Jesus als der Friedensfürst angekündigt. Bei seiner Geburt singen die Engel, er ist derjenige, der den Frieden in diese Welt bringt. Nicht nur bringen kann, sondern mit seiner Geburt kehrt der göttliche Frieden in diese Welt ein. Auch wenn es vielleicht nicht auf den ersten Blick zu sehen ist. Und doch berichtet Lukas weiter diese Aussage Jesu, wo er selber sagt, ich bin nicht dazu gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Spaltung. Und das Evangelium kann vielleicht so halbwüchsigen Jugendlichen gefallen, wo man Widerstand gegen andere leistet, um selber eine Identität zu gewinnen. Also das kennt jeder vielleicht aus der eigenen Pubertät, wenn ihr Kinder in diesem Alter habt oder hattet, wisst ihr, wie das geht. Irgendwann wühlt es in den Kindern auf und sie wollen etwas Eigenes haben, ein eigenes Leben, das von dem der Eltern sich auch unterscheidet. Da kommen sehr viele Konflikte, sehr oft in diesem Alter, nicht bei allem, aber das ist eigentlich etwas ganz Natürliches. Und für junge Leute ist das Evangelium etwas Schönes. Weil es geht darum, auch um diese Bestätigung, die Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern gibt. Wenn es Spaltung in eurer Familie meinetwegen gibt, ist es nicht so schlimm. Weil was für Jesus ist das Entscheidende? Dass das Reich seines Vaters sich hier auf Erden ausbreitet. Und das ist das Beste, was uns Menschen geschehen kann, wenn wir ein Teil dieses Reiches werden. Manchmal ist es mit hohem Einsatz verbunden, davon schreibt auch der Verfasser des Hebräerbriefes, wo er die heutige Lesung mit dem Satz verbindet, beendet, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Also die Sache Gottes ist eine, für die es sich lohnt zu kämpfen. Dasselbe haben wir in der ersten Lesung, wo vom Propheten Jeremia berichtet wird, ein eigentlich nicht besonders angenehmer Prophet. Also wenn man das Buch Jeremia liest, das ist nur die Ankündigung von Plagen und Kriegen und Unheil und Leid. Das ist, was Jeremia immer wieder sagt. Kehrt um, sonst wird euch was Schlimmes zustoßen. Und das trifft dann noch ein bei Jeremia. Und es ist nicht verwunderlich, dass, wie heute der König ihn hört, oder seine Beamten eher, dass sie ihn loswerden wollen, weil man kann sich das nicht mehr anhören. Da wird etwas Schlimmes passieren, es wird etwas Schlimmes passieren. Das ist das, was Jeremia immer sagt. Aber was verkündet Jeremia eigentlich? Er sagt, kehrt um von euren bösen Taten, sonst wird sowas aus euch. Sonst wird Krieg herrschen, Unheil, Leid. Und da kehrt niemand um und das trifft dann ein. Nicht, weil Gott bestraft, sondern weil wir uns Menschen manchmal selber bestrafen, dadurch, wie wir handeln, wie wir leben. Aber das ist Jeremia, einer, der dem Auftrag Gottes wirklich ziemlich treu ist, auch wenn er nicht davon ganz überzeugt ist, weil Gott musste ihn schon überzeugen oder dazu eigentlich zwingen, dass er seine Botschaft verkündet auf diese Art und Weise. Aber er stellt sich in diesen Dienst irgendwann. Ganz bewusst, auch wenn es ihm nicht angenehm ist. Und wo landet er?
in einer leeren Zisterne. Also eine Zisterne ist eigentlich dazu gedacht, im Orient, um Wasser zu sammeln. Die ist leer, da ist nichts, da ist nur Schlamm, in dem er stecken bleibt. Das ist der Lohn, den er erhält auf den ersten Blick. Aber der eigentliche Lohn, den Jeremia erhält, ist woanders. Wie er schon in dieser Zisterne steckt, also im Schlamm, ohne Essen, ohne etwas zu trinken, es gibt da kein Wasser. Was geschieht dann? Dann kommt die Rettung. Und nicht von irgendjemandem. Irgendeiner von den Beamten des Königs bewirkt diese Rettung. Aber entscheidend ist, wer Jeremia aus dieser Zisterne rauszieht. Drei Männer waren das. Und wenn man das Neue Testament gelesen hat, sollte er einem auch aufleuchten bei dieser Zahl drei, dass es drei Männer waren, ein Licht. Sollte dir ein Licht aufgehen. Es geht um die Dreifaltigkeit, dass Gott in seiner ganzen Gegenwart, in dieser Zisterne, in diesem Ort, wo es keine Hoffnung mehr gibt, weil er auf Gott hört, also Jeremia, es gibt keine Hoffnung für ihn, dort steigt Gott runter und zieht ihn aus diesem Schlamm, in dem er fast versinkt. Aber warum will Jesus, also dass seine Jünger das auch hören, dass er auch Spaltung bringt in diese Welt? Schlicht und einfach darum, weil es eine Tatsache ist. Wenn du Christus nachfolgst, musstest du in deinem Leben Entscheidungen treffen, die nicht einfach waren. Vielleicht haben sich von dir Leute nicht unbedingt gleich abgewandt. Aber es gibt so einschneidende Punkte im Leben eines jeden Christen, einer jeden Christin, wo man Entscheidungen treffen muss, die nicht einfach sind. Also Jesus zeigt sich, wenn er das bei seinen Jüngern anspricht, als einer, der weiß, wie wir Menschen sind und wie unser Los ist. Er ist nicht dumm. Die Nachfolge ist nicht nur heile Welt, Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal bedeutet sie auch, wirklich schwere Entscheidungen treffen. Und diese Spaltung, von der Jesus spricht, ist mit Umkehr verbunden. Sehr oft sind es solche Punkte, wo man selber merkt, in meinem Leben läuft irgendetwas nicht so, wie es sollte. Muss nichts Schlimmes sein. Aber ein Punkt, wo man sagen muss, ich muss umkehren. Nicht diese Richtung, sondern diese. Und dann wird's hart. Weil sehr oft sind es auch Dinge, die gut sind, von denen man sich verabschieden muss, um weiter zu wachsen in der Nachfolge, um weiter Christus nachzufolgen. Und da hast du dann zwei Dinge vor den Augen. Eine Sache, die ziemlich gut ist, die andere ist auch gut. Eine musst du lassen. Und das ist die Spaltung, von der Jesus spricht. Also dieses Evangelium ist nicht nur für junge Menschen interessant, sondern, glaube ich, auch für Erwachsene, die ein Stück ihres Lebens schon hinter sich haben, weil ich merke das bei mir auch. Ich bin dazu sehr oft geneigt, einfach weiterzuleben und mich bequem einzurichten. Und ab und zu vernehme ich die Stimme Gottes in meinem Herzen, der mir sagt, du, schau mal, das machst du so und so, aber das ist nicht, was dir gut tut. Und was machst du dann? Entscheide dich. Und ich finde, dieses Evangelium ist sehr wichtig für alle heutzutage. Weil es geht nicht darum, in der Nachfolge Augen auf die Wirklichkeit zu verschließen, sondern mit Christus nach vorne zu schauen. Und wie die erste Lesung uns erzählt, es gibt keine ausweglosen Situationen.
Also für Jeremia konnte es so erscheinen, also in die Zisterne, alleine kommt er nicht raus. Und derjenige, der in solchen Situationen die Lösung zeigt, ist Gott. Und dieses Evangelium soll uns dazu ermutigen, auf diese Stimme Gottes zu hören, die uns auch manchmal Spaltung in unserem Leben bringt. Das nicht einfach so abzutun, na, das ist ja schlechtes Gewissen, das muss ich nicht hören. Man macht es stumm und versucht weiterzuleben. Setz dich diesem aus, wenn sowas in deinem Leben vielleicht ist, und versuche, auf ihn zu vertrauen. So wie Jeremia, er hat es nicht geglaubt, dass Gott ihm hilft, aber er hat ihm vertraut. Er hat gesagt, okay, du hast es gesagt, mach was du willst, mir egal. Das ist auch Vertrauen manchmal. Es muss nicht so heroisch zugehen in unserem Leben. Jesus weiß, wie schwierig manche Entscheidungen für uns sind. Jesus ist aber auch einer, der mit seiner ganzen Gegenwart in unserem Leben anwesend sein möchte. Nicht um uns zu kontrollieren oder über uns zu urteilen, sondern um uns an der Hand zu halten und aus dieser Zisterne, aus diesem Schlamm manchmal rauszuholen, in dem wir stecken, obwohl wir es nicht immer merken. Weil manchmal ist der Schlamm auch etwas Gutes. Es gibt auch Schönheitsbehandlungen, die mit Schlamm gemacht werden. Also das ist nicht so eindeutig bei Jeremia. Also habt Mut. Wenn Jesus euch dazu einlädt, eine Entscheidung zu treffen, hört auf ihn. Und wenn ihr keine Lösung wisst, sagt ihm das. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Zeig du mir den Weg. Und das ist dann die Garantie dafür, dass wir gute Entscheidungen treffen. Auch wenn wir falsche treffen sollten, Gott steigt runter und holt uns raus. Es gibt keine ausweglosen Situationen. Es gibt schwierige Entscheidungen, die man manchmal treffen muss. Aber Gott ist mit uns.